Alle sind bereit zur zweiten Hälfte. Hansa Rostock gegen CD Firenze. Der Stadionsprecher verkündete gerade fröhlich, 2500 Zuschauer haben sich hier eingefunden, um das letzte Testspiel des FC Hansa Rostock zu verfolgen. Und der FC Hansa Rostock hat sich bisher nicht enttäuscht, hat gut gespielt, hat gekämpft, war leicht besser gegen den portugiesischen Zweitligisten. Und auch jetzt erkämpfen sie sich hier eine Ecke. Ui, da hat er mal Maß genommen, der Tobias Jenicke. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Und so Abstoß für Firenze. Wir haben da schön wieder Pressing gespielt. Panewitz kann den Ball dann aufnehmen, spielt ihn auf Bujanovic. Aber Hansa verliert den Ball wieder und jetzt die Portugiese mit dem versuchten Seitenwechsel. Wie man kann den Ball abfangen. Und jetzt wieder die rechte Seite von Hansa Rostock. Dexter Lang wird dort aber abgeblockt von Serginho. Und die Portugiesen mit dem ruhigen Aufbau hintenrum. Und jetzt die Schusschance für Firenze durch den eingewechselten Diego Fonseca. Portugiesen haben ein wenig ausgetauscht, stehen noch nicht so weit in der Vorbereitung wie Hansa Rostock, weil die dritte Liga in Deutschland etwas früher beginnt als die beiden oberen Ligen. Bereits nächstes Wochenende trifft der FC Hansa Rostock in ihrem ersten Punktspiel auf den VfR Aalen. Hingegen die Bundesliga erst im August beginnt. Freistoß für Hansa nach dem Foul an Latay.
Dann nun aufgestürzt. Der Portugiese bleibt liegen. Pereira ebenfalls eingewechselt. Geht da zu Boden. Kann aber weitermachen. Gibt es Einwurf für die Portugiesen. Ebenfalls eingewechselt. Und eine klasse Flanke und der Kopfball von der 19. Wie der Diego Forcera, der hier die zweite Chance in der zweiten Hälfte hat. Und jetzt muss der FC Hansa Rostock sich neu ordnen, um hier nicht in den Rückstand zu geraten. Oh, da bleibt Panovic stehen. Er scheint sich verletzt zu haben. Er läuft aber weiter, nicht ganz rund. Nimmt jetzt den Ball aber schon wieder und spielt ihn klasse weiter. Raus auf Dexter Langen. Ujanovic wartet in der Mitte. Aber der Portugiese war schneller und da gibt es Freistoß für Firenze. Lata jetzt über die rechte Seite mit der Möglichkeit zur Flanke. Schön setzt er sich da durch und dann kommt die Flanke auch. Flach eingetreten. Kein Problem. Für Marco. Ebenfalls eingewechselt auf der Seite der Portugiesen. Der lange Abstoß macht Hansa doch ein wenig Probleme. Und sie den Ball rausschlagen konnten und da hinterher gehen. Kevin Panewitz mit Einsatz